Disclaimer: Dieses Video spiegelt meine persönliche Wahrnehmung über Stay und Dekadent wider. Wie das ankommen mag, keine Ahnung. Dennoch, falls Stay und Karl das jemand sehen sollten, versucht nicht voreingenommen und überheblich in das Video zu gehen. Damit haben die beiden genannten Personen ein kleines Problem. Zudem wirkt es manchmal bei ihnen, wenn sie von Herzen lachen, als ob sie das Schauspielern. Schon mal daran gedacht, eine Netflix-Serie zu produzieren? Egal, es geht los. Beginnen wir bei Stay und mit folgendem Video. Stay reagiert auf Alpha Kevin vs. Dekadent. Oh Mann, eigentlich war mir diese Bubble komplett egal, bis ich dann wieder irgendwelche Karl-Anhänger... Oh Gott. Eigentlich war mir das voll illegal, aber dann habe ich gedacht, nee. Wieso ziehst du die Aussage von Alpha Kevin ins Lächerliche? Er hat nur gesagt, dass ihm diese Bubble egal war, bevor sie irgendwelche Postings über ihn erstellt hatten. Aber ich meine, mit Fakten und Belegen hatte er es ja auch nicht, auch wenn der ständig so tut, als hätte der 25 Bücher über irgendwas gelesen, damit er mich hier komplett wegargumentieren kann. Also, come on, Stay. Alpha Kevin kann doch nichts mit dem Dialekt. Klar, er könnte ihn sich abgewöhnen. Doch warum sollte er? Der Dialekt macht doch nichts. Er ist nicht menschverachtend. Es ist nur eine andere Sprechweise. Da finde ich es respektlos, im Hintergrund relativ leise "Wir sind das Volk" zu singen. Was dadurch impliziert, dass jeder Ossi rechtes Gedankengut hat. Fun Fact: Alle Personen, die mich privat kennen, wissen, dass ich einen sehr düsteren, fast schon menschenverachtenden Humor habe. Im Umkehrschluss wiederum heißt es für mich schon was, wenn ich etwas respektlos finde. Also der Unterschied zwischen mir und Alpha Kevin ist, dass da deutlich weniger Ostdeutsch bei mir erwartet wird und dass ich auch einfach ein paar Jährchen älter bin, ein bisschen mehr Erfahrung habe, vielleicht auch nicht so oft von Schrank gelaufen. Ich weiß es nicht. Zumal ist das auch nicht Hate Speech, Bruder. Warte, hier klingeln. Was ist das denn? Wo kommt... Von wann ist das denn? Ach du Scheiße! Zwischen diesen Videos liegen locker 30 Kilogramm. Wie alt ist der Clip denn? Nicht so oft von Schrank gelaufen? Ich weiß es nicht. Zumal ist das auch nicht Hate Speech, Bruder. Du weißt, du... Wahrscheinlich bist du dir darüber nicht im Klaren, weil du einfach dumm wie eine Hohl... Wirklich wie ein... Also wirklich dumm bist. Intellektuell gesehen dumm bist. Ihr solltet doch wissen, dass es da einen extremen Unterschied gibt zwischen einer ordnungsgemäßen politischen Meinung von einer 32-jährigen oder bald 32-jährigen Person, die auch bildungstechnisch nicht auf den Kopf gefallen ist, und jemanden, der 19 Jahre alt ist und keine Ahnung hat von Tuten und Blasen. Wie heißt denn der Ostdeutsche nochmal? Was hat denn der zweite Clip mit dem ersten und dem dritten zu tun? Bruder, ich bin vollkommen raus. Stay, bisher wirkten die Aussagen von Karl so, als ob er viele Meinungsblogger nicht wirklich neiden kann. Zudem, Meinungsblogger eher negativ darstellt und Karl, mich kannst du auch fronten, weil ich ein Skript geschrieben habe. Da bin ich ganz... Digga, diese gestellte Lache ist Real Talk so unangenehm. Würde ich ganz gern korrigieren. Ja, ich würde ganz gern auch mal noch korrigieren, dass das, was er dort macht, absolut unlustig ist. Also ich bin ja schon sehr unlustig, aber das, was der macht, ist eigentlich einfach nur noch unangenehm. Genauso unangenehm war es eigentlich auch schon damals, als Karl irgendwelche Dinge von mir mit Absicht falsch verstanden hat, um mich noch mehr als Idioten darzustellen. Zum Beispiel meinte ich früher zu Unge, dass er ja jetzt seine Reaction-Videos besser schneidet, man das besser angucken kann, und Karl hat mit Absicht das falsch verstanden und folgendes in seinem Stream gesagt. Drängend, denn wenn man sich die Reaktion... Bruder... Von wann ist dieser Clip? Bruder! Was ist das für ein Clip? Können wir bitte mal eine zeitliche Einschätzung haben? Und das alles drumherum anschaut, dann merkt man, dass ich auch wirklich viel mehr Mühe... 40 von 10 Subs? Das muss mindestens 2 Jahre her sein. ...gemacht wird, was den Schnitt anbelangt, und generell wird auch mehr unterhalten. Derzeit finde ich seine Videos bzw. Bruder, es sind Livestreams. Da kann man nicht schneiden. Ja, in einem Livestream ist Schnitt jetzt eher nicht so ein Ding, weißt du? Und ungeklickt ist halt ein Streaming-Format, weil das gut funktioniert, Bruder. Das Gehirn nimmt diese Information auf und bewertet sie. Du hast 3 Jahre zurückgehen müssen für diesen Clip? Hier hättest du sagen können, ja Karl, da hat der Alpha Kevin recht, Props an dich. Aber nee, da lacht er lieber.
Also in meinen Augen ist Karl bis jetzt einer, der sehr gut austeilen kann, aber wenn er selber mal falsch liegt, dann überspielt er das meistens, indem er lacht oder indem er halt komische Grimassen zieht. Oder der beharrt halt auf seine Meinung. Das kann natürlich auch passieren. Das ist sogar gar nicht so selten der Fall. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, was mich wahrscheinlich am meisten an seinen Livestreams bzw. an seinen Reactions stört. Und zwar seine unermessliche Arroganz und Überheblichkeit gegenüber Content-Creatern. Ja. Ja, ich find's geil. Ich find's unterhaltsam. Das Ding ist halt, wir setzen uns stundenlang hin, um unsere Zuschauer zu unterhalten und stecken da wirklich Arbeit rein. Und Karl schätzt... Wir sind ihm schon überlegen, weil er das Arbeit nennt. Stay. Viele Videos auf YouTube beinhalten Arbeit. Im Hintergrund, im Vordergrund die Idee, wie man das Video überhaupt gestaltet. Ob man fremde Musik und Sounds von anderen verwendet oder selbst produziert. Man kann nur das Endergebnis beurteilen. Aber Aufwand ist es in den meisten Fällen trotzdem. Natürlich totaler Quatsch. Es gab Millionen von EinwohnerInnen, hochentwickelte Kulturen und Städte. Das alles wurde in der Kolonialzeit innerhalb kürzester Zeit gewaltsam vernichtet. Und ja, aber sich damit zu beschäftigen ist halt wirklich, also wen interessiert das denn bitte? So, Amerika hat keine Rolle gespielt, bis da die Weißen kamen und Stadien gebaut haben. Da muss man auch mal realistisch sein. Was die Ureinwohner... Dieser Clip, den habe ich jetzt schon 2-3 Mal gesehen. In Amerika da... Hat Karl Clips aus? Da Gesellschaft... genannt haben, das spielt auch keine Rolle für uns. Ja? Da muss man an der Stelle auch wirklich mal betonen, weil Alpha Camp schon neue Bedeutung. Wen juckt das denn? Also erstmal stabil, dass er über mich schon redet oder über meine Antwort redet, obwohl ich noch nicht mal eine Antwort gegeben habe. Denn die Antwort auf meine Aussage, die kommt eigentlich erst jetzt. Also erstmal, was hat bitte die Versklavung oder auch Ermordung irgendwie mit der Entdeckung Amerikas zu tun? Und das wir wissen vielleicht nochmal. Das ist so lustig, wirklich. Das Ding ist, er wusste ja schon im Vorfeld, was meine Antwort darauf ist. Sonst hätte er Essen ist fertig. Nicht gewusst, was ich daraufhin sage. Dementsprechend ist seine Lache komplett fake gewesen und er hat jetzt natürlich mit Absicht das so darstellen wollen, als wäre er jetzt mega überrascht über meine extrem dumme Antwort. Bro, das klingt gar nicht gesund. Hol am besten ein bisschen Luft. Das klingt nämlich nach einem schweren Asthmaanfall. Wir müssen hier vielleicht nochmal irgendwie zurück in die dritte Klasse gehen. Wir müssen da auch mal nochmal. Ruhig jetzt, Chat, ruhig. Wir sprechen hier mit. Wir sprechen mit jemandem kurz vor der Pubertät. Ganz ruhig. Ah, stimmt, ruhig, Leute, ruhig. Okay, ich warte immer noch auf das. Ich warte jetzt immer noch. Dafür, dass er sagt, er kann Karl persönlich nicht leiden, ist das bis jetzt 15 Minuten lang Karl persönlich nicht leiden können, weil ich keine Argumentation erkennen kann, sondern immer die drei gleichen Clips, die ihm sagen, dass er scheiße ist. Und dann sagt er, nee, du bist selber scheiße. Boah, Kevin, Alter, das ist echt anstrengend. Passt auf, wie der gleich meinen Punkt nicht verstehen wird und sich seine Argumentation nur um den historischen Kontext dreht. Was macht man jetzt mit den UreinwohnerInnen? Man versklavt sie. Man ermordet sie. Man versklavt sie. Man nutzt sie aus. Ja, das hat die Entdeckung Amerikas mit Mord, Versklavung und vielen anderen unschönen Dingen zu tun. Ich meine, das ist ja wunderschön, dass Karl das so sieht. Für mich sieht aber Entdeckung folgendermaßen aus. Man kennt etwas Bestehendes nicht, sieht es das erste Mal und hat es dann entdeckt. Bruder, pass auf. Du kannst nicht auf einen TikTok reagieren, das einen historischen Gesamtzustand klarstellt und deswegen sagt, warum sie ein Problem damit haben. Deine eigene Definition darüber reindrücken, dann dafür kritisiert werden, dass du nicht schlau genug bist, das zu verstehen und dann wieder deine Definition reindrücken. Das ist so dumm, Bruder. Das ist auf einem Maß dumm, dass ich vollkommen verstehe, warum du Kevin heißt, Alter. Es tut mir leid an alle anderen Kevins, aber das ist ein Kevin, Alter. Es ging im Fall von Alpha Kevin um die Entdeckung Amerikas. Entdeckung. Christoph Kolumbus hat als italienischer Seefahrer im Jahre 1492 Amerika entdeckt und Europa davon Bericht erstattet. Wahrscheinlich dachten Europäer zu der Zeit, uns gehört die ganze Welt, es gibt nichts anderes mehr auf diesem Planeten, sonst gibt's nur noch Wasser. Kolumbus daraufhin, nein, und das werde ich euch beweisen. Und so, liebe Kinder, wurde Amerika entdeckt. Das hat nichts mit der Versklavung und Ermordung der Ureinwohner Amerikas zu tun. Verändern sich nur, wie Alpha Kevin es getan hat, auf die Entdeckung sich konzentriert. Nicht auf die Folgen der Entdeckung, nur auf die Entdeckung allgemein. Kommen wir zu Dekadent und folgendem Video. Ihr kennt den Alpha Kevin?
radikal reagiert auf Alpha-Kerum. Einerlei Feminismus betrieben, was ja eigentlich wirklich für die Gleichberechtigung gelten sollte, was auch gut ist. Oh, na, das ist ja ganz komisch, dass ich mich in diesem Video für den Feminismus ausspreche. Nee, machst du nicht. So einfach kannst du es dir leider nicht machen. Ich kann dir mal ein weiteres Beispiel nennen. Annalena Baerbock ist eine dumme Fotze und betreibt Hetzpolitik und keine grüne Politik. Grüne Politik ist super, da habe ich nichts gegen. Aber das, was Annalena Baerbock macht, hat nichts mit grüner Politik zu tun. Ist eine Aussage, die ich auch tätigen kann. Damit habe ich ganz klar grüne Politik kritisiert und Annalena Baerbock als Person beleidigt. Aber habe mich irgendwie aus dem Schneider geredet, indem ich sage, in meinen Augen hat das nichts mit grüner Politik zu tun. Und genau deshalb sollte man bei der Formulierung, das hat nichts mit Feminismus zu tun, das ist nur noch Männerhass, sehr, sehr vorsichtig sein, weil die Leute selbst es als Feminismus bezeichnen und vom FeministInnen breitflächig auch als feministische Aktion akzeptiert und toleriert wird. Und ja, wie ich eben schon gesagt habe, wenn du dir selbst die Deutungshoheit über den Begriff Feminismus nimmst, dann kannst du natürlich sagen, ich habe nichts gegen Feminismus. Ich kritisiere auch Feminismus nicht, weil Feminismus gut ist. Aber das, was da passiert, ist Männerhass. Und da fahre ich drüber. Das ist schwach, das macht man nicht. Da kann man sich so einfach nicht rausreden, leider. Karl, natürlich würde Mitreden niemand sagen, dass ihre TikToks männerfeindlich sind. Aber Szenen, wo sie Männer parodieren und als Grenzdebil darstellen, wirft kein positives Licht auf die BetreiberInnen, die ja von sich behaupten, Feministen zu sein. Kommen wir zum Fazit. Ja, bei Karl hat mich nur ein Ausschnitt gestört, aber Karl, wir beide könnten mal ein Gespräch führen, dennoch wäre der einzige Punkt, den ich hätte, dass wir beide dann über ein Thema sprechen, was uns beide interessiert. Und sollten wir ein gemeinsames Thema finden, dann kannst du mir wissenschaftlich fundierte Schellen geben. Das war's mit meinem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal in 3 Tagen. Ciao!